schön, dass du da bist. Stimme dich voll und ganz auf das heutige Video ein. Heute bereite ich hier einen wunderbaren Brombeeressig mit dir vor. Ein wunderbares Geschenk der Natur. So schöne saftige Brombeeren aus dem Garten. Und ich habe jetzt schon hier ein klein wenig vorbereitet. Denn ich habe hier diese Brombeeren schon in der Flasche reingedrückt. Natürlich hat das auch noch etwas Saft schon abgelassen. Unglaublich saftig und wir geben jetzt heute braune Zucker mit hinein. Also ich habe hier braune Rohrzucker und wir geben 1, 2, 3, 4, 5 Esslöffel braune Rohrzucker mit ein. Warum? Damit das auch natürlich, Brombeeren sind leicht säuerlich. Aber wenn du da jetzt über den Salat oder in deine Getränke ein wenig davon reingibst, dann ist das nicht so viel. Und das Ganze legen wir mit braunem Balsamico-Essig ein. So, wir füllen das auf. Eine wunderbare Geschenkidee auch für dich. Und das lassen wir kühl und trocken lagern, ein halbes Jahr. Ja, und natürlich kannst du das auch wunderbar verschenken. Deine Lieben werden sich über diese selbstgemachte Geschenk auch freuen. So, wunderbar. Das macht nichts, ein klein wenig gekleckert und das nimmt auch so eine richtig tief lila Farbe auf. Und also ist ein wahrer Genuss. Zum Salat oder zum Verzehr. Natürlich kannst du auch deine Süßspeisen auch ein klein bisschen eine besondere Note hier auch mit diesem Essig verleihen. Und da werden hier die Brombeeren konserviert dadurch. Ich habe jetzt hier einen Brombeeressig aus dem Vorjahr dabei und ich zeige dir, wie das aussieht. Also ganz tief dunkelviolett, schau mal, ganz tief dunkelviolett. Und jetzt probiere ich mal, natürlich, wie das schmeckt. Süßlich, säuerlich und fruchtig zugleich. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und schreib ruhig auch in Kommentare, wie es dir gefallen hat und was du auch als nächstes von mir sehen möchtest. Ich sage bis bald.